And welcome, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword: The Shadow of the Templars. Last time, we went into the Club Alamut and talked to this man, Ultar. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich kann diesem Kerl trauen. Who is the world's greatest luxury taxi driver, according to his own witness? And well, you were talking to him, wieder, and Ultar. I think. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabene Gegenwart erneut wieder. Yes. We already went. Well, did we show him the inventory? I don't think so, actually. Specifically this photo. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Oh, höchst sicherlich. Aha. Sein hier gestern. Hier? Erst gestern? Mein Gott, das war dicht dran. Ja, viele Fragen, wie Mr. Sie? Wonach hat er gefragt? Er Fragen von Amerikaner namens Stobby. Stobbert? Ja, Stobbert. Sie kennen? Der Killer kennt meinen Namen. Wonach hat er noch gefragt? That's bad. Er Fragen von deutschen Mann namens Klobner. Ich versuche krampfhaft, mich an den Namen des Kerls zu erinnern, den die Verschwörung in Syrien verloren hat. Klausner. War der Name Klausner? Sicher, das, was Ultar sagen. Klausner. Ich sage Mann in Bild, Klausner wollen gehen zu Bull's Head. Moment, wohin wollte Klausner gehen? Bull's Head. Großer Hügel, etwa 10 Meilen vor Stadt. Ah, vielleicht 16. Wann war das? Oh, vielleicht Woche her. So there was a bull that was in the manuscript, if you remember. Yep. So we now know where Klausner went and where we wanted to go. Was können Sie mir über diesen Bull's Head Hill erzählen? Sein höchst ausgezeichnet. Herrliche Aussicht. Wert einen Besuch. Oh ja, oh ja, oh ja. Wie komme ich dahin? Halt, lassen Sie mich raten. Sie brauchen guten Luxusführer für Sie hinbringen in Taxi mit Klimaanlage. Oh, grausiges Schicksal. Wo soll ich nur so einen Führer finden? Und Ultar sein meist luxuriösester Führer auf weite und breite Gegend. In jede Richtung. Glückesgeschick, was hab ich doch für ein Schwein. Bewünschen Sie meine erfreuliche und luxuriöse Dienste? yes, we are. Okay, in Ordnung. Lassen Sie uns abhauen. Zunächst, bedauerlicherweise, Formalitäten. Fahrt nach Bull's Head, 50 Yankee-Dollars, bitte. 50 Scheine? Ich habe keine 50 Scheine. Oh, höchst unerfreulicher Wender. Ultar dann bedauern. Aber nicht können werten Herren mitnehmen auf Reise von Leben. Warten Sie mal, Ultar, gibt es denn nichts, was ich Ihnen zum Tausch anbieten könnte? Wünschte wäre so, geschätzter Freund. Aber mein Taxi brauchen Benzin und sein Schalldämpfer brauchen Schalldämpfer, Doktor. Also Tausch nicht möglich. Mein Herz weint über Ungerechtigkeit. Aber die Parole sein Dollars oder nix. Oh, unglückseliger Amerikaner. Dann erstmal tschüss, Ultar. Möge gutes Glück Ihnen folgen, allüberhin, Mister. I cannot really fathom how you would travel to a foreign country and not even have $50 with you, but apparently that's what the game does. Have you spoken to this guy? I don't think so, actually. Das weltmännische Gehabe des Clubmanagers scheint sehr gequält. Ein Blick in das Lokal erklärt auch warum. Dies ist definitiv nicht das Bild, das der Erfinder des Satzes. Abermals einen wunderschönen Tag, mein Freund. Es hat wohl nicht viel Zweck, eine tiefgreifende Diskussion zu beginnen. Wenn ich kein Arabisch und er überhaupt nicht sprechen konnte. Yeah, we learned that his tongue was cut off. Okay, what's that? Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Oh, Verzeihung. Haben Sie etwas gesagt? Er sagen, du nix geh in Toilette. Du lesen Schild, Kumpelchen. Kumpelchen? Es verlieren ein wenig durch Übersetzung.
Let's read this sign. Mein Arabisch hat etwas mit meinem Japanisch und meinem Russisch gemeinsam. Ich kann in keiner dieser Sprachen auch nur ein einziges Wort entziffern. Die Notiz sagt mir gar nichts. Indem ich die Notiz ganz fest anstarre und dabei meine Augen leicht zusammenkneife, erkenne ich, dass ich kein Wort lesen kann. But Ulta can translate for us. Can't you? Da bin ich wieder, Ulta. Preis sei Allah. Ich sei gesegnet mit eurer erhabene Gegenwart erneut wieder. Would you care to translate for us, Ulta? Könnten Sie mir übersetzen, was das Schild hier bedeutet? Stehen drauf, Türe bleiben zu, bis Bürste zurückkommen. Unterschrift Manager. Ah ja, und was heißt das? Manager kaufen wunderschönen neuen Toilettenbürste. Lassen alleine bei Waschbecken nur 10 Minuten. Zurückkommen, Bürste gestehlt. Gestohlen. Oh. Nicht einmal ausgepackt von Plastik. Er ist sauer. Verschlossen, Toilettentür, sagen, niemand benutzen schöne funkelnde Toilette, bis Bürste wiederkommen. Wir sagen, was wir anfangen bis dann, eh? Er sagen, Beine kreuzen und überlegene Willenskraft anwenden. Und das macht ihr alle seither? Nein, Ultar benutzen Eimer. Ah, okay. Wir sehen uns noch, Ultar. I see. Möge es Ihnen höchst gut ergehen, werter Herr. Der Spucknapf ist fast voll. Was verkaufen die hier eigentlich? Okay, I see. So we need to find the owner's brush. His toilet brush. And if memory serves, then I think I know who would happen to have that brush. Because I think it is indeed the kebab owner. Is this the brush? Es ist ein Kebabstand und ein hässlicher dazu. It certainly looks like it. Can we take a look at it? In der windstillen Luft hängt der Gestank so rum, wie es schlechte Gerüche so gerne tun. Plötzlich erkenne ich die schreckliche Wahrheit. Der Typ bestreicht die Kebabs mit der Klobürste. Yep. Sie hat wohl nie das Innere einer Klosettschüssel gesehen, ist aber dennoch wenig appetitanregend. Can we just ask you about the toilet brush? Nochmal hallo, Sir. Hallo? Kebab? Ja. No, we can't. Na dann, auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch. Ah, ganz gut. Let's talk to Neo. Perhaps he can help us out. Hello, Neo. Hallo, Neo. Hallo, Sir. Wie kann ich Ihnen diesmal weiterhelfen? I need to steal a toilet brush. Okay, we haven't actually talked to him about the other people, so let's do that actually in order. Was weißt du über das Paar? Oh, sie sind Amerikaner. Ist das alles? Der Bursche ist etwas merkwürdig und seine Frau? Es ist komisch, aber ich glaube, sie ist wesentlich klüger, als sie zugibt. Interesting. Do you know, well, obviously you know Ulta. Ich habe kürzlich einen interessanten Typ kennengelernt, einen Taxifahrer. Ah, das muss Ulta sein. Ein barbarischer Bursche. Oh, so schlecht ist er auch wieder nicht. Kennen Sie seinen Akzent, wenn er Englisch redet? Genauso ist sein Arabisch. Wer ist der Typ, der die Kebabs verkauft? Oh, das ist Arto. Ein mieser Kerl. So viel steht fest, Sir. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Ist er auch nie. Tag aus, Tag ein, ein Gesicht wie ein nasses Handtuch. Wie immer, die auch aussehen. Spricht er meine Sprache? Nicht unbedingt, nein.
The German translation loses a bit of the, well, humor that's in the English dialogue. Yeah. Because Neo speaks a very, well, very articulate British English. Schau, das klingt jetzt etwas merkwürdig, aber ich brauche Arthurs Bürste. Was? Die Bürste, mit der er die Kebabs einstreicht? Ja. Ich suche Ihnen stattdessen lieber ein paar schmutzige Postkarten heraus. Neo, das ist ernst gemeint. Arthur hat diese Bürste von einem Freund gestohlen und ich möchte sie wieder zurückbringen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, alter Junge. Hm. Unter Umständen. Can vielleicht. You? Unter Umständen? Vielleicht? Sie sollten nicht glauben, dass ich gewinnsüchtig bin, Sir. Aber ich bin ein Kaufmann und Kaufleute handeln. You want my red shiny Kaufmann? Ball, don't you? Hier ist doch nicht die Börse. Nun, wenn Sie unhöflich werden. Nein, 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 du hast recht. Was willst du? Ich meine, mich erinnern zu können, dass Sie etwas haben, das meine Langeweile lindert. Yeah, the red eine shiny Kugel ball. Kugel der Freude. Eine purpurne Himmelskugel himmlischen Vergnügens. Du meinst den Ball, oder nicht? Etwas Kleines, Kugelförmiges, das kaum meine Hand ausfüllt und doch Stunden der Unterhaltung verspricht. Wenn du den Ball meinst, warum sagst du es nicht? Kann ich den Ball zurückhaben, Sir? You can't have it back, but you can have it, because you never had it, in fact. Also gut, hier ist er. Die Leute erzählen schlechte Dinge über Amerikaner, aber meiner Meinung nach sind sie okay. Welche Leute? Was für schlechte Dinge? Ist jetzt nicht so wichtig. Vergessen Sie die Bürste nicht. Genau, ja, die Bürste. Sie müssen zu Arthur nur höflich sein. Es erheitert seinen Tag. Es macht sein Leben lebenswerter. Wie kann ich zu dem Typ höflich sein, wenn ich kein Wort Syrisch kann? Arabisch. Ja, das meinte ich. Merken Sie sich einfach diesen Satz. Il-Agel-Kalb. Il-Agel-Kalb? Ganz gut so. Jetzt gehen Sie hinüber zu Arthur und sagen diese süßen Worte in sein zartes Ohr. Er wird sich überschlagen, alles für Sie zu tun. Wirklich? Wirklich. Why is it that I don't trust you? Was genau bedeutet Il-Agel-Kalb? Ein höflicher und freundlicher Gruß. Er wird alles für Sie tun. Yeah, I'm sure. Das ist aber keine freundliche Katze, Neo. Nein, Sir, sie ist eine sehr unfreundliche Katze. Warum behältst du sie dann? Oh, sie gehört mir nicht. Sie legt sich dahin, wo es ihr passt. Und heute passt es ihr, sich hier hinzulegen. Wie Kipling sagen würde, eine Katze hat ihren eigenen Kopf. Absolut unabhängig. Und sie stinkt. Okay. Wir sehen uns, Neo. Let's try Tschüss out dann, that Sir. Sentence. So according to Neo, Il-Agel-Kalb is just a polite greeting, and it's just a little bit of politeness that lacks in the day-to-day life of this kebabs vendor. Let us test this theory. Nochmal hallo, Sir. Hallo? Kebab? Ja. Il-Agel-Kalb? Oh, dreckig! Schlecht! Schlecht! Oh, ich töte dich! Oh, beruhige dich. Ich hab doch nur Füße. Los, an die Arbeit! Why is it that I was not surprised? Okay, let's talk to the man. Just nochmal for hallo, fun Sir. It. Oh, dreckig, schlecht. Okay, okay, ich gehe. Let us talk to Neo. Hallo Neo. Was zum Teufel hast du mir da gesagt, was ich ihm erzählen soll? Geduld, Sir. Geduld? Geduld? Ich wurde von einem wahnsinnigen Kebabverkäufer verfolgt und dann soll ich geduldig sein? Aber bedenken Sie, Sir, als Sie vor dem aufgebrachten Arthur wegliefen, konnte der aufgebrachte Arthur die Bürste nicht benutzen. Nur mal langsam.
Willst du damit sagen, dass ich nur das Ablenkungsmanöver war? Ihre Bürste, Sir. Ich kann nicht glauben, dass du mich wegen einer Klobürste auf die Todesliste eines Kebabverkäufers hast setzen lassen. Der Zweck heiligt die Mittel, Sir. Ja, allerdings ging es nicht um deinen Arsch. Denn bedient wird auch, wer nur rumsteht und wartet, Sir. Oh, erspar mir das. Danke, dass du mir die Bürste besorgt und dafür mein Leben aufs Spiel gesetzt hast. Keine Ursache. War mir eine Ehre. Bis dann, Neo. Und tschaußi, Sir. And when we'll come back, folks, we'll return this brush to its former owner. So until next time, folks, until then.